Sonntagsminuten. Die Ökologie der Kommunikation. Mein Impuls nicht nur für die Grünen. Zurücklehnen, atmen und die Welt sich zurechtrücken lassen. Polarisierung reißen die gesellschaftliche Auseinandersetzung in unseren europäischen und transatlantischen Demokratien in Eindimensionalität. Je mehr dies geschieht, desto mehr verlieren politische Inhalte Bedeutung und an ihre Stelle tritt die Frage klar erkennbarer Profile der Partei, der Politikerin, der Sache. Profile funktionieren gesellschaftlich als Reduktion von Beurteilungskomplexität. Sie sind im schlimmsten Fall der gesellschaftliche Versuch, Inhalte über Abgrenzung zu reduzieren. Und im sich wechselseitigen Hochschaukeln eben dieser Abgrenzung gehen immer mehr Inhalte verloren. Die SPD hat die Inhalte, die sie einmal groß gemacht haben, aufgegeben und darüber an Profil verloren. Die Grünen haben Profil, aber sie folgen sowohl in ihrer inneren wie auch ihrer äußeren Kommunikation noch nicht dem mehrdimensionalen Vorbild Habecks, sondern treiben sich vielerorts über stark abgrenzendes Verhalten in die Komplexität reduzierenden Konflikte. Das bedeutet Verlust von Kreativität und Verlust von Handlungsmöglichkeiten von Partei und Gesellschaft. Demokratien funktionieren grundsätzlich als ko-kreative Sinnsysteme. Wir können solche Systeme heute über ihre logische Form modellieren und uns am Computer ansehen, wie sich ihre Emulationen entwickeln. Der Vorteil dieser Forschung: Wir können uns aus dem unübersichtlichen Wald mehr oder weniger gut begründeter Annahmen und selbsterfüllender Prophezeiungen darüber, wie Kooperations- und Konfliktsysteme funktionieren, herausarbeiten, indem wir uns auf ihre universellen Merkmale konzentrieren. So weisen alle ko-kreativen Sinnsysteme folgende Merkmale auf. Sie reflektieren sich als Kommunikationssysteme. Sie basieren auf Hintergrundvereinbarungen. Sie handeln kontinuierlich ihre basalen Werte aus und bleiben darüber konstruktiv kreativ. Sie können Konflikte, Monotonisierungen, Silo-Kreativität, komplexes Driften mitnehmen und doch im Ganzen ihre Ko-Kreativität halten und Kreativität mäandert diagonal durch das ganze System. Konfliktsysteme hingegen sind der Versuch von Systemen, ein anderes System zu werden, zu integrieren, zu bestimmen. Sie basieren auf dem Bemühen, sich wechselseitig auszuschalten und können sich dabei so verselbstständigen, dass sie immer mehr Attraktion und Traktion entwickeln und darüber als Themenfresser alles instrumentalisieren, was ihnen über den Weg läuft. Und je länger sie laufen, desto mehr Interessengruppen bilden sich daran und desto länger laufen sie. Konfliktsysteme können sich durch ihre Selbstfragmentierung so zerbröseln, dass sie im schlimmsten Fall zum vollständigen Verschwinden ihrer Trägerkulturen führen. In den anderen zerbröseln sie sich und dann bilden sich neue größere Gruppierungen, beziehungsweise kommt es zu Strukturbildungen, wo die ganzen kleinen Fragmentierungen wieder zusammengeführt werden und das Zersplittern beginnt von vorn. Bemerkenswert daran, in solchen Phasen größerer Strukturbildung glauben Menschen gern, sie hätten nun etwas erreicht. Doch tatsächlich bilden sie sich nur in einem ruhigeren Zyklus des Konfliktsystems. Das wiederum bereitet sich auf neue Fragmentierung vor. Wenn Sie dafür ein lustiges Bild brauchen: Vorher hatten sie 10 Gesangsvereine, die schief gesungen und sich darüber gestritten haben, wer am schiefsten singt. Und jetzt gründen sie 2 neue große Gesangsvereine und sind so begeistert darüber, dass sie jetzt was erreicht haben, dass sie für eine Weile nicht merken, dass sie nun beide im großen Stil schief singen und direkt im Anschluss geht die ganze Kirmes wieder von vorne los. Zu berücksichtigen ist dabei, dass dies in einer ideell funktionierenden Gesellschaft oder Wirtschaft eigentlich eine interessante Entwicklung ist, um die politischen und gesellschaftlichen Bewegungen in Gang zu halten, obwohl sie eigentlich auf der Stelle treten.
Es handelt sich um eine Schutzmaßnahme, um eine gut funktionierende Gesellschaft zu erhalten, sie aber davon abzuhalten, sich und ihr Verhältnis zur Umwelt zu zerstören. Das Problem ist nur, wenn sie schon damit begonnen hat, sich und ihr Verhältnis zur Umwelt zu zerstören, dann führt insbesondere die Struktur des symmetrischen Konflikts dazu, dass sich diese Gesellschaft den neuen Problemen nicht stellen kann und immer nur weiter versucht, das alte Brett auf die altbekannte Weise durchzuhobeln. Die Grünen sind zunächst und vor allem eine Partei für gesunde Ökologie, Partizipation, Gleichstellung und Suche nach alternativen Lösungswegen. Was liegt näher, als Ökologie im Plural zu denken? Immerhin ist das größte Problem in Sachen Klimaschutz ein systemisches und damit eines von mit und in Kommunikation. Ko-kreative Sinnsysteme, die sich in Polarisierungen verfangen, verlieren nach und nach immer mehr ihres kreativen Raums an die Polarisierungen. Der Themenfresser frisst die Energie des ko-kreativen Sinnsystems, hier die Energie der demokratischen Auseinandersetzung, die darauf angewiesen ist, dass ihre Menschen wissen, wie das geht und die das auch können. Und dieses Können ist von inneren und äußeren Umständen abhängig. Systemische Bildung, höhere Komplexitätsmanagementfähigkeiten, Pogo-Fähigkeit, also die Fähigkeit, mit der Andersartigkeit des anderen interessiert umgehen zu können, auch wenn das mal bedeutet, dass es anstrengend wird oder blaue Flecken gibt. Aber auch wirtschaftliche und soziale Sicherheit spielen dabei eine große Rolle. Und Vorbilder. Irgendjemand muss die Gelegenheit nutzen und systematisch Angebote zu dialektischem Miteinander machen. Irgendjemand muss mit gutem Beispiel vorangehen und die Ökologie von Kommunikationssystemen genauso konsequent bearbeiten wie die Ökologie unseres Planeten. Die beiden sind für uns Menschen untrennbar miteinander verbunden. Irgendjemand muss damit anfangen, die politische Polarisierung zu durchbrechen und nach oben hin verbindend zu arbeiten. Sich in Zwietracht hineinsteigernde, darin befruchtende und wachsende Kommunikation ist Energieverschwendung, Ressourcenverschwendung und Umweltverschmutzung. Und dies ist keineswegs nur metaphorisch, sondern faktisch. Solche Systeme verschwenden Energie, verschwenden Ressourcen und verschmutzen die Umwelt. Welche Partei böte sich dafür an, das zu adressieren und daran reflektiert zu arbeiten, besser an, welche Partei böte sich dafür besser an als die Grünen, Entschuldigung. Die Partei müsste allerdings ihre eigenen Erkenntnisse ernst nehmen und den nächsten Schritt machen, indem sie mit einem systemtheoretischen Ökologiebegriff beginnt und damit bei sich selbst. Sie müsste ihre interne und externe Kommunikation dem Primat von Dialektik und Systemtheorie unterstellen, die Erkenntnisse aus moderner Systemforschung ernst nehmen und sich reflektiert darin machen, die eigene Kommunikation systemisch anspruchsvoller zu gestalten. Sie müsste auf die Metaebene wechseln, die Funktionsweise von polarisierenden Konflikten als dysfunktional für moderne Gesellschaften begreifen und entsprechend ins Handeln kommen. Ebenso muss sie in Komplexität respezifizieren, konkrete Handlungsangebote machen, damit die Folgekommunikation nicht in Ambivalenzen absäuft und damit neue Zwietracht befeuert. Sie müsste sich deutlich über reflektierte, mehrdimensionale, differenzierte Kommunikation unterscheiden. Das geht, ohne Inhalte zu verraten. Damit würde sie an moderne Organisationsentwicklung anschließen, wo großes Interesse an der Frage daran besteht, wie Kommunikation so funktioniert, dass für die Organisation und ihr Environment das aktuell Bestmögliche herauskommt. Ein großer Teil der Bevölkerung wird vorbildlich reflektierten Impulsen folgen. Die gesamte deutsche Office-Kultur stellt gerade überall dar, wo sie sich ins 21. Jahrhundert aufgemacht hat, auf agil und systemisch um.
Für die Grünen würde sich daraus mehr ergeben als ein noch klareres politisches Programm, nämlich eine Politik des 21. Jahrhunderts, die sich selbst kommunikativ reflektiert und die an sich den Anspruch stellt, die eigene Krisenfunktionalität und damit eben die eigene Kommunikation den Bedingungen der kommenden Krisen anzupassen. Eindimensionale Polarisierungen sind Folge einer Gesellschaft, deren Selbstbildungsprozesse nicht mit der Zeit mitgehen. Sie sind ein Offenbarungseid vor Komplexität. Sie können ihre eigene, umfassendere Ökologie nicht reflektieren und versuchen daher, diese sich selbst anzupassen. Mit anderen Worten, sie verlieren ihre Fähigkeit, Neues zu entscheiden, indem sie sich über die Polarisierung konservieren. Wir zeigen mit unserer Arbeit hier im Formwelteninstitut mit Clearing Up Eigenform, dass daraus unweigerlich Untergang folgt. Natürlich kann Untergang auch als Neuanfang uminterpretiert werden. Dafür muss man allerdings über einigen distanzierten Zynismus verfügen, denn die Betroffenen sind davon in der Regel eher nicht begeistert. Je näher Krisen rücken, desto geringer werden die Chancen dafür, die Krisen mehrdimensional, bedacht und bedächtig, die Bevölkerung engagiert, mitnehmend, langfristig zu bearbeiten. Gesellschaften, die sich in die Polarisierung treiben, verlieren Momentum und Energie. Sie verbrauchen genau die Energie für ihre Polarisierung, die sie zur Lösung der Krisen benötigen. Die Energie ihrer Menschen und die Energie des Planeten. Und wir reden hier nicht über metaphorische Energie, sondern über harte Fakten, Lebensenergie und Ressourcen. Solche Gesellschaften stehen im schlimmsten Fall mit leeren Händen vor den Krisen und dann gehen sie unter. Wir könnten jetzt sagen, ja, die Extremisten sind schuld. Doch damit machen wir uns zum Teil des Problems, denn dann machen wir es uns zu einfach. Es ist nicht so wichtig, darüber nachzudenken, was wir loswerden wollen, sondern darüber, worin wir uns evolutionär bewegen können. Am Beispiel der großen Vereinfacher und Spalter lässt sich zeigen, es ist nicht wichtig, darüber nachzudenken, wie ich solche Extremprobleme loswerden kann. Das verzettelt eher und kostet Energie. Zielführend ist darüber nachzudenken, wie ich dazu beitragen kann, dass sich unsere Gesellschaft evolutionär bewähren wird. Extremismusneigung ist immer ein Bildungs- und Wohlstandsoffenbarungseid. Im Fall Deutschlands ist es Bildung. Wohlständig genug für eine konsequent konstruktive Sozialgemeinschaft, welche die Lebensenergie ihrer Menschen als höchstes Gut schätzt, sind wir. Bei Bildung sollten wir nicht nur an Schulen und Schulwissen denken. Bildung ist überall. Bildung ist Teil unserer Konditionierungssysteme, Teil unserer Art und Weise, miteinander umzugehen. Bildung zeigt sich darin. Zeitgemäße Bildung zeigt sich in der Kommunikation. Überall da, wo die Hintergrundbedingungen für ko-kreative Sinnsysteme ausgehandelt werden, sehen wir Menschen bei der Arbeit zu, die begriffen haben, dass es auf ihre Bereitschaft zu mehrdimensionalem und höher differenziertem Denken und Handeln ankommt. Überall da, wo die Hintergrundbedingungen für faschistische und totalitäre Systeme ausgehandelt werden, sehen wir Menschen bei der Arbeit zu, die sich in Eindimensionalität verfangen haben. Politik muss ihre Zeit reflektieren. Und Politikerinnen sollten Leadership im 21. Jahrhundert als selbstreflektierte Arbeit ernst nehmen, dass sie in ihrem Verhalten heutige Erkenntnisse reflektieren und vorleben. Dazu gehört, andere strukturell so zu befähigen, dass sie dies ebenfalls können. Wer die ökologische Entwicklung auf unserem Planeten fördern will, muss lernen, die Ökologie unserer Kommunikation als ko-kreatives Sinnsystem zu gestalten. Greifen Sie die Fackel auf, die da am Boden liegt. Führen Sie durch Beispiel. Dazu gehört, überprüfen Sie konsequent und systematisch Ihre Kommunikation nach innen und nach außen. Tun Sie das nicht nur über Inhalte, sondern auch über Ihre Form. Ist dies ein komplexitätsbewusster, integritätsstarker Umgang mit der Kraft des Andersdenkens? Werten Sie sich nicht über Abgrenzung auf, sondern demonstrieren Sie die Überlegenheit kooperationsstarker Systeme durch Mehrdimensionalität und Differenziertheit.
Nehmen Sie die Kommunikations- und Komplexitätsreflexionsfähigkeit der Menschen mit in Ihre Werteprogramme. Arbeiten Sie an Projekten und fördern Sie Projekte, die geeignet sind, Ihre Mitmenschen darin zu fördern. Machen Sie sich für verständigungsorientierte Kommunikation und systemisch reflektierte und reflektierende Bildung stark. Helfen Sie, prekäre Milieus durch Integrationsprogramme und freilassende Sozialleistungen abzubauen, damit sich menschliche Kreativität durch die Gesellschaft hindurch freisetzen kann. Nehmen Sie die Vorbildfunktion von Leadership im 21. Jahrhundert so ernst, dass Sie kontinuierlich in Ihrer Kommunikation Metaperspektiven anbieten, die dabei helfen, von polarisierenden Konflikten zu ko-kreativen Sinnsystemen zu wechseln. Organisieren Sie Ihre Kommunikation über diese eine Frage. Welche Politik und damit Kommunikation über Macht will und braucht eine starke, demokratiebewusste Weltbevölkerung der Zukunft hier und heute von uns? Entscheiden Sie nicht nur über andere und anderes. Entscheiden Sie vor allem kontinuierlich über sich selbst. Das ist die größte Freiheit, die Sie haben. Wir sind in eine emergente Ära eingetreten. Das bedeutet, wir haben es mit anderer Komplexität zu tun. Orientierung in Komplexität ist, was Leadership liefert. Es kann dies eindimensional tun. Dann werden die davon betroffenen Systeme darin untergehen. Oder es nimmt die Emergenz auf und arbeitet aktiv an den Bedingungen für ko-kreative Sinnsysteme. In dem Fall muss Leadership sich als Teil der Hintergrundbedingungen begreifen und die Verantwortung für die Ökologie der Kommunikation als Grundlage der Ökologie unserer Gesellschaften auf unserem Planeten übernehmen. Und eine solch verantwortungsbewusste Kommunikationsökologie ist die Ökologie ko-kreativer Sinnsysteme. Danke für Ihre Zeit und Lebensenergie.